Lassen wir es jetzt drin. Ich sehe mich flüssig. Sehr gut. Sehr gut, perfekt. Jetzt, warte, ich habe vorhin auch noch in der Nase gepopelt. Das müssen wir auf jeden Fall rausnehmen. Das nehmen wir raus. Das nehmen wir auf jeden Fall raus. Gut, Aufnahme läuft. Also dann, lasst uns loslegen. Herzlich willkommen zur Episode 5 unseres Podcasts ohne Namen. Ich bin Christian Bold aus Stade und mein lieber Freund und Kollege Sascha Ornort aus Hamburg ist auch wieder am Start. Sascha, schönen guten Tag. Grüß dich, Christian. Hallo. Schön, dass wir es wieder geschafft haben, diese Woche uns zusammen zu telefonieren und eine neue Episode aufzunehmen. Ich bin schon sehr gespannt. Wir sprechen heute über das Thema Anfrage zur Hochzeitsreportage und was jetzt? Bevor wir damit loslegen, eine kurze Recap zur letzten Folge. Wir haben in der letzten Folge besprochen, wie man es schafft oder welche Möglichkeiten es gibt, für die erste Hochzeitsreportage gebucht zu werden. Und wenn euch die Folge interessiert, wenn ihr euch ein bisschen tiefer damit beschäftigen wollt, hört gerne noch mal rein, am besten erst nach dieser Folge. Wir haben aber über zwei Wege gesprochen, die möglich sind. Einmal einen aktiven Weg und einmal einen passiveren Weg. Der passive Weg ist schnell erklärt. Wartet einfach, bis ihr gefragt werdet. Wenn Menschen wissen, dass ihr eine Kamera habt, dass ihr gerne fotografiert, dass ihr viel fotografiert und vielleicht auch schon mal die ein oder andere Sache zeigen könnt, werdet ihr irgendwann gefragt, du sag mal, du hast doch eine Kamera, kannst du nicht auch eine Hochzeit fotografieren? Das kann im Freundeskreis sein, im Bekanntenkreis, vielleicht sogar im Familienkreis. Und da braucht man gar nicht wirklich was für tun, bis man diese Frage gestellt hat. Das kann mal kürzer sein, das kann mal länger sein, aber die Frage kommt auf jeden Fall irgendwann. So war es bei mir. Sascha hat noch einen kleinen anderen Weg eingeschlagen gehabt. Der war dann eher aktiv unterwegs. Das ist die zweite Möglichkeit, über die wir gesprochen haben. Sprich, man hat schon mal ein paar Familien fotografiert, man hat vielleicht schon mal Paare fotografiert. Wenn man wirklich in diese Richtung gehen möchte, Hochzeiten zu fotografieren, kann man den Weg über Style Shoots gehen. Da waren wir ein bisschen vorsichtiger, um das zu forcieren. Man sollte Style Shoots, die man macht, immer kennzeichnen. Also man sollte immer dazu schreiben, wenn man diese Bilder teilt oder auf seine Website einbindet, dass das keine richtigen Hochzeiten gewesen sind. Ein Style-Shoot haben komplett andere Voraussetzungen als ein Hochzeitstag und es wäre einfach nicht so nett, den Paaren gegenüber zu sagen, hey, guck mal, was ich für eine tolle Hochzeit fotografiert habe, das aber ein Style-Shoot gewesen ist. Das ist der aktive Teil. Und als Tipp, den wir damit noch im Ende der Folge rausgehauen haben, stellt euch einfach vor Standesamt. Vom Standesamt warten auf die Hochzeitspaare, die da kommen und einfach anquatschen und sagen, hey, wie sieht's aus? Habt ihr einen Hochzeitsfotografen oder habt ihr keinen Hochzeitsfotografen? Möchtet ihr Bilder von eurer Trauung haben? Wenn ja, darf ich mit reinkommen? Ihr kriegt die Bilder umsonst. Und dann so kommt man zu einer ersten Hochzeit. Sascha, habe ich was vergessen? Ja. Nee, das mit dem Anquatschen hatte ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Das war auf jeden Fall ein super Tipp. Ich hatte es vor ein paar Jahren schon mal gelesen, gehört, dass das gemacht wird. Einige sind vielleicht ein bisschen kritischer, aber man steht ja nicht da und sagt, ja, ich begleite euch, aber mit Budget XY. Das ist ja eher dann eine freie Geschichte, von daher ist es eine ziemlich gute Variante. Niemand hat was zu verlieren. Es gibt beide Seiten nur Gewinner. Genau. Und ich würde auf jeden Fall auch vielleicht, wenn man schon was hat zum Zeigen, ein paar Fotos oder ein Instagram-Feed, einfach mal dem Paar dann noch zeigen, hey, so ungefähr sieht es nachher aus, das ist mein Stil. Ja. Dass sie schon mal eine Vorstellung haben, dass es nicht so eine Blackbox ist. Ja, dass man einfach denkt, oh, eigentlich fotografiere ich Blumen, aber ich möchte jetzt Hochzeit fotografieren, darf ich das bei euch machen? Aber selbst dann, wenn man nichts vorzuzeigen hat, Fragen kostet immer nichts. Und das stimmt. Das ist das Schlimme. Also nein, hat man schon, wenn man nicht gefragt hat. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass das Paar sagt, ja klar, haben wir nicht drüber nachgedacht, wollten wir nicht, aber wenn du schon mal da bist, komm mit rein, mach ein paar Fotos. Und dann ist jedes Foto besser als keins, was man gehabt hätte. Definitiv. Ja. Genau. Heute sprechen wir über den Zeitpunkt, wenn denn dann die erste Anfrage für eine Hochzeit gekommen ist.
Was passiert dann? Was machen wir dann? Vorher noch kurz, Sascha, wie war deine letzte Woche, seitdem wir uns das letzte Mal zusammen telefoniert haben? Wir hatten eine sehr gute Woche. Bisschen mehr im privaten Rahmen, denn die Groß hatte Geburtstag und Ostern Herzlichen liegt Glückwunsch gerade auch nachträglich. hinter uns. Werde ich ausrichten. 9 ist sie geworden, genau. Eine Unternehmensreportage hatte ich noch letzte Woche und einige Vorgespräche für 2024, sprich Hochzeitsbegleitung. Waren drei ganz tolle Paare, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Da kommen wir aber gerne nachher noch zu, wie das funktioniert, wie wir da Genau. vorangehen, Ja. wenn wir eine Anfrage vorliegen haben. Denn das ist ja auch das heutige Thema, die erste oder eine Hochzeitsanfrage für eine Reportage. Und genau, was wir dann. Christian hat Hunger, ne? Habt ihr das gehört? Sascha, sag das nicht. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Wir sind ja wieder morgens unterwegs hier. Und wir haben hier eine Stunde gebraucht, um dieses System auf Vordermann zu bringen. Alle, die auf YouTube zu gucken, das Bild sieht heute ein bisschen anders aus als in den letzten Folgen. Wir haben hier Blackbox. Das ist komplette Wir gucken Blackbox, mal, ne? wie das hier nachher, wenn wir wieder auf Stopp gedrückt haben mit der Aufnahme, wie es dann aussieht. Genau. Wichtig ist uns, dass die Qualität stimmt und dass wir uns nicht anhören wie eine Blechdose und wenn es zuschaut, dass man uns auch vielleicht auch sehen kann. Deswegen haben wir jetzt einmal hier die Plattform geändert. Mal gucken, wie es wird. Ich hoffe, ihr könnt uns gut Genau, wir verstehen. sind für jedes Feedback dankbar, wenn ihr uns eine Nachricht schicken möchtet, ob sich das hier jetzt in dieser Folge A besser anhört, B besser aussieht. Sind wir sehr dankbar dafür. Super. Sehr gut. Sascha, darf ich dir noch kurz von meiner Woche erzählen? Es gab so ein paar Bitte, Highlights. Entschuldigung. Ich wollte mich nicht vordrängeln, aber meine letzte Woche stand ganz im Zeichen von Familie. Nicht meine eigenen, aber von ganz vielen lieben anderen Familien. Und zwar habe ich einen Paarschwut gehabt und ich durfte das allererste Mal bei einem Heiratsantrag dabei sein. Und das war so aufregend, weil ich und er wussten, was passiert und haben das alles so ein bisschen hingedeichselt, dass das dann auch klappt. Und es war einfach ein ganz, ganz toller Moment, wo ich dabei sein durfte, wo sie erleben durfte. Sie hat ja gesagt. Also von daher, guter Ausgang auf jeden Fall. War nicht nur spannend, sondern auch erfolgreich. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, was ich in der letzten Woche hatte. Dann habe ich meine erste Hochzeitsreportage fotografiert, Samstag, am Ostersamstag, Foto und Video, 11 Stunden. Schöne Sause, war sehr, sehr cool. Hat Spaß Sehr gemacht. Die gut. beiden haben ihren ersten Hochzeitstag gefeiert. Ich durfte letztes Jahr das Standesamt schon fotografieren. Und jetzt war eine große Hochzeit mit 95 Leuten, haben sie gefeiert mit ihren Familien, Freunden, Kollegen. War eine ganz tolle, ganz, 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 ganz toller Tag. Leider war das Wetter der einzige Tag am Osterwochenende hier in und um Stade, der echt bewölkt gewesen ist, also wirklich grau. Was für uns Fotografen, Sascha, du wirst es bestätigen, gar nicht so schlecht ist, weil man einfach keine Schatten hat. Für jeden, der nicht mit Fotografie zu tun hat. Und natürlich ist schönes Wetter toll und blauer Himmel und strahlender Sonnenschein macht immer gute Laune. Ja, besonders im April Besonders auch, im ne? April, aber für Fotos ist das dann noch ein bisschen schwieriger, weil man auf die Schatten achten muss, weil man nicht in jede Richtung fotografieren kann, weil sonst die Menschen in die Sonne gucken und die Augen zu haben. Von daher war das aus fotografischer Sicht einfacher. Perfekt. Es war aber kalt. Es war richtig bammelig kalt. Ich glaube, wir hatten 7 Grad oder so. Kirchliche Trauung im Freien und Wow. Dreiviertelstunde auf den Stühlen gesessen. Also ich nicht, konnte mich bewegen, ein Glück, aber das Paar und die Gäste haben auf ihren Stühlen gesessen, alle in Winterjacke, weil es einfach sehr, sehr kalt gewesen ist und dann auch Ja, bei 7 durchgezogen. Grad ist das schon Ja. am besten dann noch ärmellos. Ja, das Kleid war. Also, sie hatte dann so eine Wolljacke an, ne? Also so ein Wollcardigan. Das ging dann ganz, ganz gut.
aber... Hattest du die Fusselrolle mit? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Christian. Ich hatte keine Fusselrolle mit. Aber das Kleid hat auch nicht gefusselt. Also das Kleid sah nicht so aus, als ob es gefusselt hätte. Da war... Der Cardigan nein. auch nicht. Nein. Das war einer von den... Ich würde behaupten, einer von den teureren Cardigans, die nicht fusseln. Also das war... Das hat alles wunderbar funktioniert. Und dann durfte ich am Ostermontag noch eine Familie fotografieren. In Otterndorf, für alle, die sich hier in der Region auskennen, es liegt zwischen Stade und Cuxhaven. Und da durfte ich eine Mama mit ihren drei Kindern fotografieren, drei erwachsenen Kindern. Die Kinder sind alle über ganz Deutschland verteilt und treffen sich nur ein, zwei Mal im Jahr in der Konstellation, also wirklich nur die Familie. Und da durfte ich dabei sein. Da durfte ich eine Stunde, ich glaube, ich war 2,5 am Ende da. Wir haben tolle Fotos gemacht. Ich habe ganz tolle Menschen kennenlernen dürfen. Und für alle, die es jetzt hier hören, wenn ihr solche Situationen habt, denkt mal drüber nach, wenn ihr in Konstellationen zusammenkommt, die sich nicht so häufig treffen, dass man einfach mal eine Stunde einen Fotografen, eine Fotografin dazu holt, um diese Momente einfach einzufangen. Das ist wertvoll, nicht jetzt gleich, aber in einem halben Jahr, in 2 Jahren, in 3 Jahren, in 15 Jahren sind auch nicht nur Fotos von Hochzeiten wertvoll, sondern auch von jedem Familientreffen, von Freunden, die man nicht ständig sieht, weil sie überall verteilt sind. Und es war eine ganz tolle Woche. Und jetzt steht ganz viel Bildbearbeitung auf dem Programm. Juhu! Genau. Das war ja eine richtig spannende Woche. Das war eine richtig spannende Woche. Also es war wirklich, war viel zu erzählen. Es gab viele tolle Momente. Und viele, ganz, ganz viele tolle Menschen, die ich entweder wiedergesehen habe oder kennenlernen durfte, ja. Na, super. Ich finde, gerade wenn man ein Paar auch ein Jahr vorher oder zur standesamtlichen Hochzeit, besser gesagt, schon begleitet hat und dann zur großen Sause, man ist schon so vertraut, ja, und es funktioniert genau. Dann einfach direkt. Man sieht sich wieder, freut sich und auf den großen Tag, den dann gemeinsam auch miterleben zu können. Und ja, das finde ich immer schon ein Highlight. Von daher sollte man das Standesamt nicht unbedingt ausklammern, finde ich. Nein, also gehört irgendwie dazu. Also es ist immer eine schöne Geschichte, wenn man auch schon da dabei sein darf und dann ja doch meistens in einem kürzeren Rahmen irgendwie aber schon mal die wichtigsten Menschen einfach kennenlernen kann und dann einen Anknüpfungspunkt hat am großen Tag. Ja, und die Erinnerungen sind auch an der standesamtlichen Hochzeit, finde ich, besonders. Und gute Fotos kann man ja überall machen. Richtig, ne? Das stimmt. Da geht es ja um das Zwischenmenschliche, um die Momente einfach. Genau. Sehr gut. Ja, und gerade Familie kann... Christian, du hast uns ja letztes Jahr auch begleitet. Irgendeiner fehlt sonst immer auf den Fotos. Ja. Und gerade für Kinder. Ich habe ja selbst zwei Kinder, die gucken sich die Fotos einfach super gerne an, ne? Alle sind drauf. Mama und Papa, vielleicht die Großeltern noch, Cousin, Cousine. Sascha, ich muss dich kurz unterbrechen. Du hast irgendwie dein Mikro auf den AirPods. Ja, das ändert sich zwischendurch. Okay. Also die aber das ist live. Das ist live und in Farbe, das Recording hier. Sehr gut, ja. Ich versuche es immer schon gegenzusteuern. Ich bin nicht Herr meiner Mikrofone hier. Okay. Vielleicht schicke ich dir einfach mal so einen Over-Ear-Kopfhörer, den einfach feststöpseln kannst und dann... Ja, die alten Gamer-Zeiten sind vorbei. Sowas haben wir tatsächlich nicht mehr im Haushalt. Okay. Ja, gucken. Wann hast du Geburtstag, Sascha? Im November. Auch Novemberkind? Auch Novemberkind. 6. Ja. Guck mal. Oh, jetzt ist es offen. Notiert. Also an alle, wenn wir mit dem Podcast so lange durchhalten. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ja, genau. Wir haben was. Wann hast du denn Geburtstag, Christian? Dann haben wir am 23. November. 23. Ich habe das hier notiert. Sascha Geburtstag. Sehr gut. Genau. Also haben wir das. Haben wir das auch abge. Haben wir das auch gedroppt, unsere Geburtstage. Mal gucken, wie viele sich das noch notieren. Ich wollte gerade sagen, unsere Adressen findet man im Impressum unserer Website, da kann man gerne Geschenke hinschicken, wenn man das möchte. Nein, Spaß beiseite. Ich würde den Kopfhörer nehmen. Also, sehr gut. Sascha, wir haben fast was vergessen. Es gibt Entwicklungen rund um diesen Podcast, die, ich glaube, wenn ich das so sagen darf, uns beide ziemlich freuen.
Ja, und auch überrascht. Und auch überrascht haben, ne? Genau. Am Wochenende kam die Nachricht und ich dachte, oh, das ist ja ziemlich gut. Wir können noch nicht, es ist noch nicht 100% in trockenen Tüchern. Da sind auch so ein paar Sachen, die wir noch abstimmen müssen. Aber es gibt, es gibt bald eine Neuigkeit hier im Podcast ohne Namen, die, die einfach freudig ist. Genau. Da sind wir wieder bei einer unserer Lieblingsthemen. Unterstützung von Kollegen, genau. Sich gegenseitig helfen, ja. Supporten. Richtig. Ja, so viel können wir, denke ich, schon anteasern. Genau. Und nicht nur unser Podcast kann davon profitieren, auch sonst jeder, der uns zuhört. Das kann man schon mal sagen. Mhm. Ja. Und das sogar dauerhaft, ne? Vielleicht dauerhaft. Also, es sind so ein paar Sachen, die wir noch abstimmen müssen, aber genau. erstmal kann dann auch jeder, der hier uns zuhört, davon profitieren. Und das ist eine richtig gute Geschichte und vielleicht ja schon in der nächsten Woche mehr dazu. Wollen wir mal gucken. Genau. Wir halten jetzt halten auf, jetzt haben wir, Sascha, 16 Minuten gequatscht, ohne über unser Thema zu sprechen. Ich glaube, von den 16 habe alleine 13 ich gesprochen. Das tut mir sehr leid. Das macht ja nichts. Das ist mal so genau. Bei uns. Alles jetzt gut. Darfst du erzählen, Sascha. Du hast kurz vorhin schon gesagt, du hast in der letzten Woche wenn ich dir richtig zugehört habe, 3 Vorgespräche für 2024 geführt. Das heißt, du hast auch Anfragen für diese Hochzeiten, für die Daten bekommen. Was passiert bei dir, wenn du eine Anfrage bekommst? Wenn ich eine Anfrage bekomme, schaue ich erstmal, auf welchen Kanal habe ich die Anfrage denn bekommen. Das heißt, wenn es auf Instagram ist, dann versuche ich ganz schnell, dass wir von dieser Instagram-Nachrichtenplattform erstmal wegkommen. Aber warum das? Weil dort so Nachrichten schnell einfach mal untergehen und man nicht alles gebündelt hat in einen Kanal. Der erste Austausch ist da auf jeden Fall wichtig, weil es ist, finde ich, jetzt auf Instagram bezogen, schon ein sehr persönlicher. Ne? Es ist ein Direct Messenger, man kann sich schnell ganz kurz eben austauschen, die Nachricht ploppt auf dem mobilen Gerät auf und man ist in Kontakt. Von daher ist der Weg an sich schon gut, aber wenn es dann in die Details geht oder man vielleicht auch ein bisschen konkreter wird, eine Galerie zuschicken will, etwas zeigen möchte, dann ist das, finde ich, über so eine Plattform eher der falsche Weg. Von daher lenke ich dann eigentlich später lieber auf die E-Mail-Adresse um. Mhm. Da kann man auch mal eine Broschüre losschicken oder einen Zugang zu einer Galerie. Genau, WhatsApp finde ich auch immer super. Christian, du weißt es, ich bin jemand, der gerne sehr persönlich in den Kontakt tritt. Und wenn ich zum Beispiel einen Anruf bekomme, ist es perfekt. Da kann man sich schon mal kurz austauschen, schon mal kurz gucken, ist man sich mit der Stimme schon mal sympathisch? Denn wichtig ist nachher aus meiner Sicht und für eine gute und echte Reportage, dass man ungefähr auf einer Welle ist und dass die Chemie einfach stimmt. Wir beide, wage ich zu behaupten, sind nicht diejenigen, die eine Hochzeit aus 20 Meter Entfernung fotografieren, sondern sehr nah an dem Tag dabei sind. Von daher sollte es eigentlich so sein, als wären wir ein sehr guter Bekannter, vielleicht auch Freund, so vom Gefühl her, dass man einfach Vertrauen gegenseitig schenkt. Und Lieblingsbrennweite 24 mm, da muss man nah ran, um das Bild auszufüllen. Da musst du nah ran, richtig, genau. 24 oder 35, ist man auf jeden Fall kein... Früher hieß es Heckencamper, ne? Dass man irgendwo in der Ecke sitzt. den Spruch höre ich zum ersten Mal. Ja, das ist auch aus der Gaming-Zeit. Okay. Genau, dass man auf jeden Fall nah dabei ist. Denn dann hat man ja auch andere Interaktionen mit den Gästen. Von daher ist wichtig, dass die Chemie stimmt und der erste Austausch. Und wenn ich zum Beispiel eine Handynummer habe oder der erste Kontakt sich per WhatsApp ergibt, ich sage das jetzt ja einfach, dann antworte ich auch darüber mit Stimme oder schicke auch ein kleines Video zu. Einfach, dass ich mich freue, danke für die Nachricht, mit ein paar Informationen, ein bisschen was Persönliches, wo ist die Hochzeit, vielleicht war ich dort schon mal, kann man sagen, hey, habt ihr euch eine tolle Location ausgesucht, ich war da schon mal, vielleicht habe ich auch eine Hochzeit begleitet dort, wo ich die Freigabe habe, Fotos zu zeigen, das heißt, ich habe die Freigabe von dem Paar, die sagen, hey, Mitveröffentlichung ist für uns fein, dann kann ich die Galerie dem Paar zuschicken, das heißt, sie können eine Hochzeit sehen in der Location, wo das Paar vielleicht auch schon war. Genau, und so geht es dann weiter. Wichtig ist mir dann, dass man sich auf jeden Fall relativ früh per Video trifft, am besten oder live. Video ist immer ein bisschen entspannter für alle. Gerne in den Abendstunden, sage ich immer, wenn die Welt ein bisschen ruhiger wird. Und genau, dann tauscht man sich einfach mal
ein bisschen aus. Und dazu kommen wir dann später noch. Das waren jetzt erstmal die ersten Steps von meiner Seite. Ja, cool. Ja, die Abendstunden, ne? Aber beim letzten Mal, als wir noch abends aufgenommen haben, den Podcast, hast du mir irgendwann gesagt, ich gehe jetzt Abendessen. Da war es 10 oder so. Also da liege ich normalerweise im Bett. Deswegen haben wir auch jetzt die Podcast-Aufnahmezeit nach vorne verschoben, damit ich meinen Schlafrhythmus halten kann. Und wir essen können. Sascha nicht mehr ganz so spät essen muss. Genau. Ja, ja, der persönliche Kontakt ist einfach das Wichtigste. Ich bin da ganz bei dir. So, wenn über Insta irgendwelche Anfragen kommen, in den DMs geht es sofort auf meine Kontaktseite. Auf meiner Website ist sie da einmal alle ihre Daten. Meistens ist ja die Anfrage über Instagram so, hey du, wir heiraten dann und dann, hast du Zeit? Und dann antworte ich, ja, passt, Datum ist grundsätzlich frei, bitte schickt mir einmal kurz alle eure Informationen zu eurem Tag über die Website. In dem Kontaktformular steht dann alles drin, was ich so für den ersten Eindruck brauche. Wann findet die Hochzeit statt, weiß ich, über die Insta-DM. Wo findet sie statt? Sprich, ich kann schon mal gucken, passt das von den, muss ich vielleicht 1-2 Tage Reisezeit einplanen, wenn irgendeiner sagt, ich feiere in München und ich habe aber an dem Vortag eine Hochzeit hier oben in Stade, dann wird es schon herausfordernd, da dann rechtzeitig in München zu sein am nächsten Tag. Und das weiß ich dann schon relativ genau, wenn die Anfrage über das Kontaktformular kommt. Und ich bin voll und ganz bei dir, Sascha, so schnell weg von Insta wie möglich, zumindest für den ersten Kontakt. Nachher, wenn dann die Buchung getätigt wurde und ich dabei sein darf, dann ist mir der Kontaktweg tatsächlich egal. Ich sage immer wichtige Dinge immer per Mail. Aber wenn es darum geht, hey, wann treffen wir uns zu einem Final Call, das mache ich über WhatsApp, das mache ich über Insta, je nachdem, wie es dann einfach für das Paar passt. Und der erste Kontakt ist einfach, das sind die Preise. Mit Infos zur Location, zum Paar. Und wenn das dann ankommt, dann ist der zweite Kontakt, den ich meistens mit meinen Paaren habe, das Kennenlernen. Das Kennenlerngespräch, also es gibt dann nicht 8-mal hin und her und es wird alles schon geplant und so weiter und so fort. Ich möchte die Menschen schnellstmöglich kennenlernen und meistens passiert es über Video, weil, wie du schon gesagt hast, es ist einfach einfacher, keiner hat Fahrtwege, keiner muss einen Parkplatz suchen, keiner muss noch irgendwie weit fahren oder so. Dann kann man sich auch abends gerne treffen und dann tauscht man sich aus. Sehr gut. Das heißt, du hast 2 E-Mails bis zum Videotreffen. Ja. Oder Vorschlag für ein Videotreffen. Ja. Also der Vorschlag zum Videotreffen kommt schon in meiner Antwort auf deren Anfrage. Also in der, okay. Ja. Ist dann ungefähr der Wortlaut, euer Tag ist frei. Ich möchte gerne mehr über euch und eure Planung erfahren. Lasst uns zum kurzen Videocall treffen. Wann passt es euch? Sucht euch ein Datum aus und dann alle wichtigen Infos zur Reportage findet ihr hier. Da gibt es dann die Preisliste. Und das ist so der grob zusammengefasste Inhalt der ersten Antwort auf die Kontaktanfrage über das Kontaktformular. Und von da aus geht es dann weiter. Ganz wichtig ist ja immer, ist das Datum noch richtig frei. Also das ist die Voraussetzung. Schnell in den Kalender schauen. Sollte es nicht der Fall sein, hören wir uns immer gerne bei unseren Kolleginnen und Kollegen um. Das heißt, man kann direkt antworten mit hoffentlich einer Handvoll von unseren Kolleginnen und Kollegen, die wir empfehlen können, die Zeit und Lust hätten, das Paar zu begleiten. Das Paar muss nicht sich weiter umhören und antasten. Ist der mögliche Fotograf vielleicht noch buchbar? Hat er noch Zeit? Das ist eigentlich immer ganz cool, dass wir direkt einfach bei uns im Kreis uns umhören und sagen können, die 3, 4, 5 hätten noch Zeit, sprecht sie gerne an, bestellt liebe Grüße von uns. Und wenn wir Zeit haben, dann machen wir das natürlich nicht einfach direkt aus. Dann sagen wir nicht, wir haben Zeit und hier, die haben auch noch Zeit.
Nein, Quatsch. Nein, aber das ist super. Ja. Ja, aber da sind wir doch ziemlich ähnlich unterwegs. Ja. Das heißt, wir beantworten es, sagen, hey, wir können euch grünes Licht geben für das Datum. Location ist cool oder sieht schön aus. Und schickst du auch direkt eine Galerie mit, dass sie nochmal den ganzen Tag sehen können? Teils, teils. Wenn's geht, ja. Wenn ich noch nie in der Location war, dann mache ich es eher nicht. Weil schickst du auch keine andere Freitrauung oder so, wo man ein bisschen losgelöster ist? Nee, eigentlich nicht. Denn die erste Antwort-Mail, in meiner E-Mail-Signatur ist immer ein aktueller Blogpost drin, zum Beispiel. Ah, okay. Ja. Der ist aber, da verweise ich nicht komplett drauf. Mhm. Ich möchte diese erste Antwort nicht überladen. Da geht es einfach nur, Das Paar hat mich gefragt, hast du Zeit? Und ich sage denen, ja, ich habe Zeit. Das ist, was es kostet. Das sind die Preise. Mhm. Und lasst uns treffen zum Austausch. Okay. Ja, ja. Also wenn ich dann nur sage, hier habt ihr aber noch eine Reportage aus der Location, wo ihr heiratet. Und hier habt ihr vielleicht, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, hier habt ihr noch meinen Insta-Account und hier habt ihr noch das und hier habt ihr noch das. Dann wissen die Leute auch wieder nicht, was sie denn machen sollen. Und ja, das stimmt. Und das ist ja eine ganz, die Intention für das Paar ist in meiner Mail, die sollen mir antworten, ob sie sich mit mir treffen wollen oder nicht. Mhm, ist gut. Und wenn ich dann nichts höre, das ist ja auch dann mal so ein Punkt, ne? Manchmal kriegt man ja auch einfach nicht wieder was zurück von Paaren. Das kann ganz viele Gründe haben. Ich unterstelle es immer, es ist einfach vergessen worden. Es ist gar nicht böswillig, sondern es ist einfach untergegangen. Das Leben ist dazwischen gekommen oder. Wenn ich so nach ein paar Tagen nichts höre, dann schicke ich gerne nochmal einen Reminder. Und da kann es dann schon mal passieren, dass da nochmal explizit auf was drauf hingewiesen wird. Ne? Also, hey, ihr heiratet auf der Insel in Stade. Das ist zum Beispiel eine Slideshow, die ich da fotografiert habe. Oder das ist der Link zu einer Galerie, die da stattgefunden hat. Das kann schon mal passieren, aber es ist dieser Link zur Galerie ist nicht Teil der ersten Antwort. Okay, ja, da unterscheiden wir uns ein bisschen. Bei mir gibt es immer einen Link zu einer Galerie. Ja. Und was habe ich noch? Broschüre liegt mit bei. Da erkläre ich auch in der Mail ganz kurz die Unterschiede und Feinheiten. Sprich zum Beispiel die Wochenenden, Samstage sind für Ganztagesreportagen vorgesehen, weil eine Samstagshochzeit aus meiner Sicht am Ende komplett sein sollte. Man fängt ja auch nicht bei einem Film oder in einer Geschichte in der Mitte an und hört vor dem Ende auf. Ja, das stimmt. Weil wir müssen ja auch nachher sagen, hey, das war ein richtig cooler Tag. Cool, dass ich dabei war, dass die Geschichte rund ist. Meine Reportage ist hier von Anfang bis Ende, spiegelt den Tag einfach wieder, die Geschichte passt. Und es ist nichts ausgeklammert worden oder zerhackt worden. Gerade wenn es etwas fulminanter gefeiert wird, finde ich es immer wichtig. Und es hat einfach zu viele Vorteile, wenn man zum Beispiel beim Getting Ready schon mit dabei ist, als wie erst zur Kirche. Ja, stell dir vor, du siehst das Paar oder die Braut erst vor der Kirche live. Ja. Man sagt, vor dem Moment, gefühlt in 5 Minuten geht's hier gleich los. Die Braut ist super aufgeregt und man sagt, hallo, ich bin Sascha, schön, dass ich heute an einem Tag dabei bin. Das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ist okay, ja, super. Wo muss ich reinlaufen? Ne? Ja. Darf ich reinlaufen? Wann darf ich reinlaufen? Ja, genau. Wo ist dein Papa? So ungefähr. Oder die beste Freundin, Freund, was, wer auch immer sie hineinführt. Oder die beiden kommen zusammen. Ja. Von daher macht es Sinn, den kompletten Tag festzuhalten als Beispiel. Ja, so über. So eine kleine Hürde habe ich schon eingebaut. Aber auch in der Mail, das heißt, erst grünes Licht mit Galerie, Broschüre und schon Vorschlag zum Videotreffen. Mhm. Gibt es bei mir in der ersten Mail, sodass sie einfach nur noch sagen müssten, ja, passt uns, cool, los geht's. Ja. Ja, cool, vielleicht muss ich das nochmal, meine Mail nochmal ein bisschen anpassen. Ja, wir können ja mal unsere Mails en Detail vergleichen, austauschen, genau. Ja, über Tagesplanungen von Hochzeiten und sowas sprechen wir in einer anderen Folge. Das machen wir, aber ich nehme mir so viel vorweg. Ich plane, wie soll ich das sagen? Wir haben ja viele Hochzeiten gesehen. 150, 200, wie viele auch immer wir schon begleiten konnten.
Das heißt, wir haben einen gewissen Erfahrungsschatz, welche Zeiträume wofür gut vorgesehen sein könnten. Ja. Ne? Also es gibt keine Schubladen, die wir aufmachen, aber wenn das Paar sagt, wir haben die Vorstellung, freie Trauung, getting ready oder first look und wir wollen um 21 Uhr schon Party haben, ist es eine andere Planung, als wie wenn man sagt, wir wollen nur ein bisschen später anfangen mit Menü und später feiern. Aber die Zeiträume dazwischen, da unterstütze ich die Paare schon intensiver, ja, wenn sie Unterstützung bräuchten. Oder aus meiner Sicht die bisherigen Pläne zu stressig wären oder noch zu unkonkret sind. Hat auch den Vorteil, dass man, also ich bin super gerne im Austausch. Auch im ersten Kontakt investiere ich da bis manchmal anderthalb Stunden gefühlt. Same here. Aber dann hast du den Tag auch schon mal en detail ziemlich gut zu Papier gebracht und das Paar hat auch ein Gefühl, wer bist du? Ja. Er nimmt uns mit, er hat vielleicht doch noch Tipps, sodass dass sie einfach mit einem guten Gefühl auch nachher rausgehen, ne, dass sie wissen, hey, anscheinend weiß derjenige, wie unser Tag aussehen könnte. Und anstatt nicht nur, was stellt ihr euch vor, hier sind die Fotos, ich kann euch begleiten. Das finde ich dann, wäre für meine Sichtweise ein bisschen zu dünn. Stimme ich dir hundertprozentig zu. Diese ganzen Planungen passieren bei mir, bevor das Paar überhaupt gebucht hatte. Also das heißt, dieses erste Kennenlerngespräch, natürlich möchte ich ganz viel über das Paar rausfinden. Wie haben Sie sich kennengelernt? Was machen Sie beruflich? Was ist Ihnen wichtig? Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrem Tag? Das Schöne an unserem Job ist ja, dass wir relativ frühzeitig bei so einer Hochzeitsplanung gebucht werden. Es gibt ja ganz selten, natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, es gibt immer mal kurzfristige Anfragen, wo man irgendwie gesagt bekommt, hey, ich habe alles, ich brauche nur noch einen Fotografen. Der Tagesablauf steht, es steht die Trauung, ich brauche keine Dienstleister mehr, ihr seid du bist der Letzte, der fehlt quasi. Auch gut, dann tauscht man sich aus, hört die Zeiten und Zeiträume und denkt, cool, habt ihr gut geplant. Entweder das oder schade, dass ihr mich nicht eher dabei gehabt hättet. Oder so. Aber von daher, für mich ist immer wichtig, dass ein Paar aus so einem Kennenlerngespräch klüger rausgeht, als sie reingekommen sind. Das heißt, dass sie nach dieser Stunde, anderthalb, manchmal sogar zwei, wenn die Chemie ganz, ganz gut passt und stimmt, dass sie dann wissen, wenn sie mit wenig oder bis keine Vorstellung, wie so ein Tagesablauf funktioniert, rausgegangen sind, dass sie zumindest ein paar Anhaltspunkte haben, an denen sie sich langhangeln können. Ja, also, dass man sagt, hey, wir möchten uns bei der Kirche zum ersten Mal sehen, dann fällt die Option, wir machen vorher Fotos, schon raus. So, und das sind aber so Schlüsse, die wir sofort wissen, wenn wir so eine Aussagen hören, das Paar sich aber vielleicht keine Gedanken darüber macht, weil sie einfach das erste Mal ihre Hochzeit planen. Ja, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, und dann fragt man auch, okay, wann wollt ihr euch an der Kirche sehen? Wollt ihr euch wirklich an der Kirche zum ersten Mal sehen? Weil eure Gäste trudeln vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wenn sie weiter anreisen, vorher ein. Wollen wir uns nicht lieber ein schönes Fleckchen fünf Minuten um die Ecke heraussuchen? Ja. Und dann kann man da so ein bisschen weiter planen, weil man einfach weiß, wo sind hier die Red Flags, worauf müssten wir achten? Was wäre entspannt und fluffig für die beiden? Ja. Genau das Beispiel haben wir am Samstag gehabt. Also genau das Beispiel kam im Final Call raus. Ja, wir möchten gerne da und da Fotos machen und dort findet auch die Trauung statt und uns auch da zum ersten Mal sehen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Achtung, euch sehen auch alle anderen. Also es ist nicht so, dass ihr dann Zeit habt für euch, sondern lasst uns doch irgendwie, flapsig gesagt, drei Straßen weiter treffen und da First Look und das Paarshoot machen. Mhm. Ja, stimmt. Hast du recht, haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. So, und da das passiert alles schon im ersten Call, bevor die Paare überhaupt gesagt haben, ja, du darfst dabei sein. Ja, ist bei mir ganz genauso. Also im besten Fall haben sie vielleicht eine Location. Oft ist es ja die Location, ist der erste Schritt. Wichtig ist ja auch das Wichtigste überhaupt, dass man weiß, wo man feiert. Einfach einen Ort hat. Und dann kommen ja alle drumherum. Das heißt, Fotografen, DJ, Herrn Make-up vielleicht noch ein bisschen später.
alles, was so dazugehört. Oder man hat vielleicht sogar auch einen Wedding Planner mit dabei, der ein bisschen übernimmt oder den ganzen Tag. Das heißt, man ist dann auch mit demjenigen oder derjenigen im Austausch. Genau. Ich sag, und den Punkt, dass das Paar nachher klüger rausgeht, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und wenn es nur Empfehlungen sind für andere Kolleginnen und Kollegen, sprich DJ. Genau, richtig. Ne? Ja. Papeterie oder Floristik, Hand-Make-up. Man kennt ja schon ein paar, einige und weiß, wer besonders gut ist. Und dann kann man da vielleicht auch sogar selbst vorher noch anklopfen. Das mache ich manchmal und sage, hey, hättest du noch Zeit an dem Tag? Ich habe hier ein paar. Und dann kann ich da auch ein, zwei Kolleginnen, Kollegen empfehlen, die sogar Zeit hätten. Das heißt, das habe ich dann auch schon abgefragt. Und das Paar muss sich nur noch aussuchen. Ja. Das ist jetzt nicht in unserem Skript für diese Episode drin, Sascha, aber ich habe einen Top-Tipp der Woche. Fällt mir gerade ein. Jetzt bin ich gespannt. Wo wir gerade über Hochzeiten gesprochen haben und über Hochzeitsplanung. Wahrscheinlich kommt, vielleicht haue ich den jetzt auch einfach raus und den haben wir in drei Folgen nochmal, den Top-Tipp. Wenn man mit einer Hochzeitsplanung anfängt, dann sollte, ist meine Empfehlung immer, sich zuerst um die Sachen zu kümmern, die nur für das Paar an dem Tag zur Verfügung stehen können. Heißt eine Location. Meistens ist eine Location einfach so, wenn da eine Hochzeit ist, dann nimmt eine Location keine zweite Hochzeit an. Das mag in Hamburg mit großen Locations ein bisschen anders sein. Wenn ich hier bei mir im kleinen Stade im Umkreis gucke, wenn irgendwo und in einer Location eine große Hochzeit mit 100, 120 Leuten ist, dann ist das die einzige Feier da. Das Gleiche ist bei einem Caterer vielleicht. Meistens ist die Location mit einem Caterer mit drin. Und das sind alle Dienstleister, Fotograf, DJ, die nur für das Paar an sich selber an dem Tag zur Verfügung stehen können. Das sind die Sachen, die als oberste Priorität auf der To-Do-Liste einer Hochzeitsplanung stehen sollten. Es ist noch nicht wichtig, so unromantisch das klingt, es ist noch nicht wichtig, wie das Kleid aussieht, wie die Blumen aussehen, wie die Deko aussieht, wie die Einladungskarten gestaltet sind, welche Eheringe ich habe. Das ist alles nicht wichtig. Zu dem Zeitpunkt, wenn man sagt, ich möchte heiraten und ich habe ein Datum, an dem ich heiraten möchte, dann ist die oberste Priorität, alle Menschen, die diesen Tag nur einmal vergeben können, zu kontaktieren und schnellstmöglich zu buchen. Ist gut, ja. Sich vorher Gedanken drüber zu machen, wo möchten wir jemanden haben und dann direkt losziehen. Genau. Und da kann man auch sagen, perfekt sind 2 Jahre vorher, anderthalb. Ein Jahr vorher sollte man dann auch auf jeden Fall aktiv werden. Also Location. Zumindest, wenn ich dich da kurz schon anderthalb bis 2 Jahre vorher klar sein. Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, je früher, also wenn man als Hochzeits- oder als Paar was heiratet, Vorstellung hat von Dienstleistern, die man unbedingt dabei haben möchte. Also es ist ja der seltenste Fall, dass man irgendwie googelt Hochzeitsfotograf Stade, dann kommt Christian Bold und dann schreibt man dem eine Mail und sagt, ja, ich habe dich halt noch nie gesehen, aber ich möchte, dass du meine Hochzeit fotografierst. Meistens ist es ja so, dass man die Menschen, die einem eine Anfrage schicken, dass die einem auch schon entweder länger auf Insta folgen, schon 2-3 Mal auf anderen Hochzeiten vielleicht gesehen haben oder sowas. Das heißt, es ist so ein Vorlauf da. Und wenn man irgendwie so eine Vorstellung hat von Menschen, die man auf jeden Fall dabei haben möchte, dann ist es sehr, sehr gut, wenn man die direkt fragt, wenn der Antrag quasi gekommen ist und man ein Datum hat. So, ne, dass man dann direkt schon loslegen kann. Ja, oder noch besser, man nimmt uns direkt mit zum Antrag, ne? So wie bei dir letzte Woche. Richtig, da schließt sich der Kreis. Ah, Sascha, du bist gut, du bist gut. Die, das war gut. Jetzt bin ich sprachlos ein bisschen. Nein. Jetzt haben wir schon ein paar Tipps, glaube ich, hier losgelassen, oder? Ja. Das heißt, wir schicken die Mail raus und das Paar sagt dann, Christian, wir wollen dich aber nur für 6 Stunden dabei haben. Weil die Party nachher, die ist uns nicht so wichtig. Das steht auch nicht auf unserem Skript. Wir haben ja immer nur so ein... Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich nochmal wieder jetzt habe ich nochmal wieder hier was verloren. Ja, was machen wir denn, wenn die Antwort ist, ja, aber Ganztagesreportage möchten wir eigentlich nicht?
Ja, dann frage ich nach den Gründen und warum, wieso und versuche, nee, versuche nicht, erkläre den Menschen, warum es besser ist, eine Ganztagesreportage zu machen. Warum das aus meiner Sicht wichtig ist, eine Geschichte zu Ende zu erzählen und nicht, wie du es vorhin schon angekündigt hast, irgendwie nach dem Essen nicht mehr da zu sein und dann ist aber der Hochzeitstanz gar nicht mehr da. Man muss ja nicht 4 Stunden Party fotografieren. Ob man jetzt eine Party eine Stunde oder 4 Stunden fotografiert, meistens aus meiner Erfahrung kommen da nicht viel andere, es sind zwar mehr Fotos, aber meistens auch immer nur von den gleichen Menschen. Weil aus Erfahrung sagt man, sage ich euch, die Menschen, die tanzen, tanzen, die Menschen, die sitzen, sitzen und die Menschen, die am Tresen stehen, werden auch den ganzen Abend meistens am Tresen stehen. Da passiert dann nicht mehr viel. Also wenn man den Hochzeitstanz fotografiert und dann noch so eine halbe Stunde hinten dran, vielleicht irgendwie noch, wenn die Braut mit ihrem Vater tanzt, wenn der Bräutigam mit seiner Mutter tanzt, vielleicht irgendwelche Geschwister dazu, Oma, Opa, das sind einfach Fotos, die die Geschichte des Tages erzählen. Wer war dabei? Was haben wir gemacht? Das sollte zumindest mit drauf sein. Ja, das finde So, ich und auch. das. Also ich bin auch nicht jemand, der sagt, ich muss bis 2 Uhr nachts dabei Nein. sein. Da gibt es dann heutzutage, ne, klar, Smartphones oder man holt sich analoge Kameras, in welcher Form auch immer, Ja. dass man nochmal einen anderen Einblick hat oder es ist eine Fotobox da. Aber ne, ja, wenn es einen Eröffnungstanz gibt, den dann halbe Stunde bis Stunde Party, das ist so meine Empfehlung. Ja. Wenn hinten raus dann wirklich noch was Tolles geplant ist, ein Feuerwerk oder große XXL-Currywurst, was auch immer, was wichtig ist, klar bin ich dabei, aber ansonsten reicht eine Stunde Party Ja. für meinen Geschmack und für die Reportage am Ende Ja. definitiv aus, ja. So, und das liegt dann, ich sage immer, es sind alles meine Erfahrungen, die ich euch mitgebe und ihr macht da draus das, was ihr möchtet. Das ist nämlich euer Tag und nicht mein Tag. Und wenn wir darüber gesprochen haben und die am Ende sagen, hey, wir möchten dich trotzdem nur 6 Stunden auf einem Samstag dabei haben, dann bin ich der Falsche. Weil das ist dann nicht mein, ne? Samstags geht es ab 8 Stunden los. Zwischen April und Oktober. Das. So, in der Hochzeitssaison. Dann bin ich der Falsche. Dann kann man aber, ne? Du hast unser Netzwerk schon angesprochen, da findet man immer Menschen, die froh sind, wenn sie nur 6 Stunden samstags unterwegs sein müssen, weil sie kleine Kinder haben, weil sie Familie haben, weil sie vielleicht gar nicht wollen, dass sie, Oder ne? vielleicht an dem Freitag schon eine große in dem Kalender stehen haben Genau. und dann sagen, hey, super, passt mir. Dann mache ich So, gerne also Samstag etwas und da ist kürzer. es ja dann immer, ja, vielleicht passt es mit mir dann nicht, aber ich kann trotzdem den Menschen, die ja irgendwie mit mir in Kontakt getreten sind, was mitgeben, denen helfen. Ne, das ist ja eigentlich unser Job, den Menschen behilflich zu sein, ihren Tag so zu feiern, wie sie es möchten. So, und ich würde es komisch finden, wenn ich sage, ja. Dann halt nicht, dann sucht euch jemanden anderen. Das nicht mehr, ne? Das Das war's, war's. ja, schön. Dann ghoste ich euch jetzt auch und schreibe euch einfach nicht mehr zurück. So. Nee, ist ja Quatsch. Das wäre ein bisschen Ja, spooky. irgendwie, das ist ja kein, das ist nicht meine Auffassung von meinem Dienstleister, Hochzeitsfotografen, Dienstleister-Dasein. Wenn das deren Vorstellung ist, dann kann ich die versuchen zu überzeugen, dass es irgendwie Sinn macht und auch hinten raus nicht morgen, nicht übermorgen, aber in 5 Jahren Sinn macht, diese Fotos zu haben. Wenn sie dann trotzdem sagen, nee, wollen wir nicht, dann passt jemand anderes besser. Ja, Na? definitiv. Genau. Oh, guck mal, was haben wir? Sehr gut. 44 Minuten, sagt hier unsere Ja. Recording-App. 5 Minuten noch stille Treppe, wie immer. Bitte? 10 Minuten stille Treppe? 10 Minuten stille Treppe oder fünf, 10 genau. Minuten stille Treppe, genau. Wir haben auf Insta, ich habe, wir haben auf Insta gefragt, ob jemand eine Frage der Woche hat. Wir haben 2 Fragen der Woche bekommen. Da wünsche ich mir auch noch ein bisschen mehr Interaktion. Wenn ich mir Das was wäre schön, wünschen oder? kann, aber das kommt. Ich bin da guten Mutes. Man muss einfach nur immer weitermachen.
Ja, also das ist doch immer so. Ja. Ja. Also wir sind ja gestartet mit 300, 400, 500 Hörern in der ersten Folge, glaube ich. Ne? Dann ging es ein bisschen runter auf 350. Ja, vielleicht erzählen wir jetzt, also jetzt kommen, jetzt, Christel, das ist immer so, ne? Wenn was neu ist, dann kommen erstmal ein paar mehr und hören zu. Und man muss ja auch schon sagen, wir sprechen über ein sehr nischiges Thema. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt Gott und die Welt mit unserem Podcast hier ansprechen. Natürlich, es ist schon ein bisschen eingegrenzt. Ja. Jetzt aktuell sowieso, wir haben jetzt das Thema Hochzeiten aufgegriffen. Ja. Und ihr könntet uns ja gerne auch sonst eine Nachricht schreiben. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt nicht 10 Folgen hintereinander über Hochzeiten sprechen möchten. Einfach, dass wir auch ein bisschen Mischung drin haben, um eben auch jemanden ansprechen zu können, der eigentlich nur Porträts fotografiert oder auch ganz woanders unterwegs ist, aber Fotograf ist oder als Fotograf selbstständig ist. Oder selbstständig Art werden möchte. Immer. Oder werden ja, oder möchte, gerade ist anfangen möchte. Hobby ist. Also das sind richtig. Ja auch, das sind ja auch wichtige Menschen. Ja, es wird in den nächsten, vielleicht ja schon in der nächsten Folge, machen wir mal einen kleinen Schlenker wieder nach links oder rechts und dann kommt das Hochzeitsthema wieder, sodass wir am Ende sagen können, wir haben jetzt hier den Hochzeitsmarathon, weil wir merken es ja jetzt schon, wir haben gerade mal die Anfrage fast beantwortet und das Gefühl ist fast schon eine Stunde um. Ja, ja, das stimmt. Wenn wir über den besten Zeitpunkt für die Hochzeitstorte sprechen, dann wird's richtig lang. Da gibt's auch Geschichten zu erzählen. Schön. Freue mich. Nachts um 12, also so viel droppe ich schon mal. Ich habe nachts um 12 finde ich es ein bisschen spät. Ja, nur ein bisschen. Oder? Ja, ja. 23:30 ist besser. Ja, besser. Nein, Spaß beiseite. Frage der Woche. Wir haben eine Frage bekommen, die hat uns sehr, also ich habe sie als Kompliment aufgefasst. Und zwar, Sascha, wieder, machen wir Name-Dropping? Machen kein Name-Dropping, oder? Oder doch? Weiß ich nicht. Vornamen vielleicht? Vornamen, okay. Vornamen ist okay, oder? Ja, der liebe Ruben wird es uns verzeihen. Shoutout an Ruben. Stimmt. Ruben hat gefragt, warum seht ihr so gut aus? Macht weiter so. Sascha, die Frage an dich, warum siehst du immer so fresh und gut aus? Weil du noch Haare auf dem Kopf hast. Ich habe noch ein paar Haare auf dem Kopf, genau, zumindest im vorderen Bereich. wir sind wieder bei meinem schönen Thema Licht. Also wenn ich das jetzt einmal verschieben würde, dann würde man auch sehen, dass ich irgendwann mal 40 Jahre sein werde. Oh. Wann auch immer. Wann auch oder Christian? Vielleicht am 6. November. Und man sieht es hier, wir haben ja so ein Easter Egg versteckt, falls ihr auf YouTube zuschaut. Genau. Ja, wir versuchen, glaube ich, relativ gesund uns zu bewegen, größtenteils. Genau, gesunde Ernährung, viel Sport, gesunder Schlaf, viel draußen sein, viel Licht, viel Sonnenlicht. Ja. Also Sonnenlicht durch die Augen. Gerade morgens vor 10. Definitiv. Und ganz viel Alltagsbewegung. Ne? Alltagsbewegung, Schritte sammeln auf der Uhr. 2022 habe ich ja meine Schritte getrackt und war irgendwann bei 6,6 Millionen Schritten oder so. Das war schon, ist schon viel spazieren gehen. Ja, ist wichtig. Also klingt jetzt irgendwie doof und nervig, aber da bin ich zum Beispiel auch der Corona-Zeit sehr dankbar. Als es losging so richtig Anfang 2020, wir sind jetzt hier 2023, habe ich gedacht, oh, ist ja langweilig, ne? Ja. Also vorher viel auch immer aktiv unterwegs gewesen, auch im Job, viel Bewegung gehabt und dann gedacht, komm, jetzt hast du ein bisschen mehr Zeit auch drumherum und forcierst das Laufen einfach mal wieder. Das heißt, Joggen gehen regelmäßig. Das war damals oder in der Zeit auch ein super Ausgleich zu der sonstigen, eher ruhigeren und häuslicheren Zeit und das einfach beibehalten. Ja. Früher in der Jugend oder auch bis 30 immer mal wieder so nach dem Motto, oh, jetzt ist ja bald Sommer. Ne? Jetzt gehen wir ich will an den Strand schwimmen. Ich will an den Strand. Mal irgendwie 2 Wochen vorher laufen gehen, in einem jugendlichen Leichtsinn. Ja. Genau, und das habe ich jetzt für mich so mitgenommen aus der Corona-Zeit, bin ich tatsächlich auch dankbar zu sagen, den Vorteil zu sehen, zu fühlen. Da kannst du auch einfach mal ein bisschen länger aktiv sein oder hast nicht so dieses Riesen-Jetlag. Ne? Also wenn man eine Hochzeit begleitet, gerade auch wir oder auch ich fahre gerne auch mal 1-2 Stündchen vorher dahin, dann komme ich ein bisschen runter, kann mich ein bisschen drauf einstellen, komme so ein bisschen in meinen
Hochzeitsreportagen, Mut, bin ganz entspannt. Aber dann bist du auch mal 12, 14, 16 Stunden, 18 Stunden an diesem Tag unterwegs, bist von Anfang bis Ende dabei, hast die 15.000 Schritte auf der Uhr, warst zweimal durchgeschwitzt, weil es irgendwie schnell sein musste und du freust dich, wenn du im Auto das Fenster aufmachst. Ja, und genau, deswegen ist es aus meiner Sicht ultra hilfreich, ein bisschen Fitness beizubehalten. Einfach, ja, definitiv. Dass man am nächsten Tag oder die nächsten Tage einfach nicht so platt ist. Ja. Also ich habe es letztes Jahr gemerkt, als ich an vier Tagen hintereinander Hochzeiten fotografiert habe, dass ich am vierten Tag immer noch nachts um 11 immer noch fit war und immer noch sagen konnte, ja, du konntest noch laufen. Noch, also, ne, der Rücken tat nicht weh, es war, ne, du warst irgendwie geistig noch da. Da macht Sport schon ganz, ganz viel aus. Ne, einfach, dass man seinem Körper regelmäßig trainiert und das hält dann auch jung. Und deswegen sehen wir so gut aus. Die Grenzen verschieben, genau. Dazu natürlich, also es bringt ja nichts, das muss man ja auch immer mal dazu sagen, es bringt ja nichts, eine Stunde am Tag oder 3 Stunden die Woche Sport zu machen und sich sonst nicht mehr zu bewegen. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Also wenn ich 3 Stunden Sport mache und den Rest der Zeit auf der Couch liege, dann werde ich nicht fit. So, dann muss ich trotzdem in der Mittagspause zumindest mal 10 Minuten um den Block gehen. Oder ich muss oder ich habe trotzdem Rückenschmerzen. Genau, so irgendwie versuchen sich mal, ne? Ich habe einen Luxus jetzt hier von einem Stehsitzschreibtisch. Da muss man mal aufstehen, mal ein paar Dehnübungen machen, mal irgendwie Mobility-Sessions einlegen und so weiter und so fort. Das gehört ja alles, gerade wenn man selbstständig ist, gehört das ja für uns, für unseren Job dazu. Das ist ja essentiell, dass wir uns bewegen können, dass wir offen, ne? Und der Körper, wenn der Körper nicht fit ist, ist der Geist ja auch irgendwann nicht mehr fit oder nicht mehr so schnell, nicht mehr so fit. Und ja, das ist einfach wichtig. Ja, gut, dass du es ansprichst. Und gerade bei uns ist es ja so, wir gehen ja nicht zum Arzt und holen uns eine Krankschreibung. Nee. Also ich hoffe, toi, 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 dass es nicht so passieren wird. Und dass, wenn es der Fall ist, dass man Bausteine hat, wo man sagt, okay, hier habe ich Puffer, hier habe ich eine Absicherung, eine Versicherung vielleicht auch, wo man sagt, ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt dann doch mal ausfalle, zumindest finanziell in dem Background, aber das ist noch ein anderes Thema. Die Fitness ist, glaube ich, ziemlich wichtig, gerade wenn man auch selbstständig ist, weil man ist sein eigener Chef und Arbeitgeber, Arbeitnehmer in einer Person. Genau. Und der Chef möchte ja immer, dass es seinen Arbeitgebern gut geht. Arbeitnehmern gut geht. Genau. Sehr gut. Bisschen auf sich achten. Wir haben das jetzt hier ein bisschen mit Spaß beantwortet. Ja. Ruben, denke ich, ist okay. Ja, also Ruben hat das schon verstanden. Und wir haben Ruben auch verstanden. Und genau. Die zweite Frage schießen wir auch noch ganz, ganz schnell hinterher. Kommt vom lieben Till. Der würde gerne wissen, ob wir jemandem heute noch raten würden, sich mit der Fotografie selbstständig zu machen. Also aus meiner Sicht definitiv. Also wenn ich 5 Jahre zurückspringe, war es, glaube ich, nicht vor 5 Jahren leichter als jetzt. Ja. Also wenn ich das mir überlegen würde, es macht gar keinen Unterschied. Auch wenn man AI oder KI, das heißt künstliche oder sonstige Intelligenzen, kommen hinzu, die auch ein Bild, ich nenne es nicht Foto, es ist kein Foto, die ein Bild erschaffen können. Aber ich habe noch kein Bild von etwas Künstlichen, von einer Maschine gesehen, wo ich dachte, wow. Das ist ja krass. An welchem Ort war das denn? Und es war ein Fake-Foto. Das gewisse Etwas fehlt immer und es ist nicht real. Es gibt Momente im Leben, die kann man nicht nachbilden, die möchte man nicht nachgebildet haben, die möchte man so vielleicht dann auch festgehalten haben, wie sie waren, als Erinnerung. Natürlich gibt es bestimmt Bereiche, wo es dann etwas schwieriger ist, im Bereich Stockfotografie oder so, mit Sicherheit. Aber grundsätzlich finde ich, ist die Zeit nach wie vor eine gute Zeit. Wir leben in guten Bedingungen hier, wir haben das Glück. Genau, und von daher aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, sich selbstständig zu machen, in welcher Art und Weise auch immer, ob nebenberuflich oder dann im nächsten Schritt auch in Vollzeit. Ja. Bin ich ganz bei dir. Was der große Vorteil, den wir haben, ist die Emotionen der Menschen, mit denen wir zusammen sein dürfen. Wenn die wirklich was erleben, dann haben sie eine Erinnerung daran. Also wenn ich mir sage, ich möchte jetzt mein Hochzeitsfoto am Strand
irgendwo haben und ich heirate aber nicht am Strand, aber ich mache mir in KI dieses Hochzeitsfoto vom Strand, dann habe ich zwar ein Bild vom Strand mit mir da drin, aber ich habe keine Erinnerung daran. Ich habe keine Emotionen an dieses Foto. Ich weiß nicht, wie Nee, es da überhaupt gewesen nicht. ist, wie es war, Ja. wenn, als ich die Sandkörner zwischen meinen Füßen hatte. Das habe ich nicht. So, und das ist eine Sache, die wir nicht unterschätzen dürfen. Über KI können wir gerne mal noch eine extra Folge machen. Es gibt, ich habe eine Aussage gehört, wo man schon mal kurz drüber nachdenken könnte. Das würde jetzt aber hier zu weit führen, um Tils Frage noch abschließend zu beantworten. Ich denke auch, dass man das auf jeden Fall machen kann. Man kann sich auf jeden Fall selbstständig machen. Man kann das Erste, was man lernt, wenn man sich selbstständig macht oder lernen sollte, wenn man sich selbstständig macht, ist, du bist immer schuld. Also ich bin immer schuld. Gar nicht negativ gemeint, sondern sehr, sehr viel positiv. Ich bin schuld, ob das funktioniert, was ich hier mache. Ich bin schuld, ob ich die Menschen erreiche, die ich erreichen möchte. Ich bin schuld, ob ich gebucht werde oder nicht. Wenn man das verinnerlicht hat, kann man das, glaube ich, immer schaffen, sich selbstständig mit dem, was man machen möchte, sich selbstständig zu machen. Weil man selber die Verantwortung Definitiv. hat und selber die, ja auch die Verantwortung übernimmt und annimmt und sagt, das ist meine Entscheidung. Ich bin verantwortlich. Und dann kann einem fast nichts mehr passieren. Weil dann kann die nächste KI um die Ecke kommen. Ich bin dafür verantwortlich, wie ich damit umgehe. Da kann die nächste Social-Media-Plattform aus dem Boden gestampft werden. Ich bin dafür verantwortlich, ob ich da hingehe, ob ich da erfolgreich bin oder nicht. Ich bin dafür verantwortlich, wie ich die Sachen nutze. Und den schönsten Satz, den man mir mal gesagt hat, was ist denn Worst Case? Was kann denn passieren? In unseren Breitengraden ja zum Glück nicht allzu Das viel. Schlimmste ist, das Schlimmste, was passieren kann, ist, es funktioniert nicht. Ja, und? Dann setze ich mich hin, schreibe wieder Bewerbungen, wenn mich keiner mehr buchen möchte, und kriege auch wieder einen Job. So, also Genau. probieren, ausprobieren, ganz viele verschiedene Sachen machen, versuchen, die Verantwortung anzunehmen oder nicht versuchen, sondern die An Verantwortung annehmen und gucken, was passiert. Ja, und für Vielleicht wird es ja gut. Das wird definitiv gut. Und der Zeitpunkt ist vielleicht sogar noch günstiger als vor ein paar Jahren, weil auch die Unternehmen realisiert haben, zumindest so, was ich fühle, mitbekomme, oh, es ist doch wichtig, authentisch aufzutreten im Bereich Foto und vielleicht auch Video. Ne? Video wird ja auch immer größer. Die Stockfotos sind nicht schlecht. Nur wenn ich ein deutsches Unternehmen habe mit einem, ich sag mal, einen kleinen Handwerksbetrieb und dort habe ich internationale Protagonisten drauf auf den Fotos, was jetzt vielleicht nicht gerade hier in unsere Breitengrade passt, wo jemand etwas handwerkt zum Beispiel, dann fällt das dem Kunden Na auf. Es klar. macht dann definitiv Sinn, dass es hier die kleine Tischlerei um die Ecke ist, dass die auch live fotografiert wird. Da muss man nicht sagen, hey, 8 Stunden Ganztagesbegleitung, da reichen dann auch mal zwei, drei, ne, ein paar Porträts dabei, aber der Auftritt später ist ein ganz anderer, als wären es keine Fotos oder gekaufte von Plattformfotos. Von daher finde ich, ja, kann man sich heute noch sehr gut selbstständig machen, wenn man Lust hat und es möchte und es Genau. will. Aber das würde, Sehr wenn gut. man sich darüber, wenn man darüber nachdenkt, dann ich denke, man sollte es auf jeden Fall probieren. Und Ja. wie gesagt, was kann schon passieren? Schlimmste, was passieren kann, Genau. ist, man sucht sich wieder einen Job. Und lässt es als Hobby. Genau. Ist doch auch gut. Richtig. Auch Sehr das wäre eine schön. eigene Folge, ne? Auch das wäre eine eigene Folge. Wir machen uns ganz viele Notizen hier für verschiedene Themen. Ich schreibe es mir direkt auf. Perfekt. Aber Hobby nicht versus. auf den Spickzettel für diese Folge, nicht, dass der im Altpapier landet. Nee, der landet nicht im Und dann Altpapier. ist es weg. Das wird Sehr digitalisiert. gut. In die Dropbox Super. hochgeschmissen. Sehr Richtig. Jetzt haben gut. wir fast die Stunde Jetzt haben wir fast voll. die Ich Stunde voll, hoffe, genau. der Rahmen ja, sagt euch so zu. Wir waren nicht allzu ausführlich. Und wir haben hoffentlich nicht immer das Gleiche erzählt. Und ich hoffe, Video und Ton war heute gut, besser und nicht viel Genau. schlechter. Für uns ist das hier, wie gesagt, eine Blackbox. Wir haben eine neue Plattform. Mal gucken, wie es geworden ist. Stell dir mal vor, Sascha, das würde jetzt nichts funktionieren.
Du kommst jetzt, du sagst, schreibst du mir jetzt in 3 Stunden. Es hat nicht aufgenommen. Genau, das Video erscheint hier einfach nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ansonsten freuen wir uns über alle Nachrichten, über Abonnenten bei Spotify, auf Apple Podcast. Gerne auch auf YouTube vorbeigucken, dann seht ihr uns mit Gesicht in unserem Setting hier in unseren Büros sitzen. Vielen, vielen Dank, dass du und ihr wieder eingeschaltet habt bei der Episode 5 unseres Podcasts ohne Namen. Und Sascha, auch dir vielen Dank für die Zeit, die du wieder genommen hast. Danke dir, Christian. Hat Spaß gemacht. Wir lassen jetzt weg, was nächste Woche ansteht. Ne? Ja, das machen wir. Das sprengt uns hier alles. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Gleichfalls, Sascha, mein Lieber. Wir hören uns. Vielen Dank, schön, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.